Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ein bisschen höher macht die Kamera so. Ich habe heute wieder ein lustiges Video mit euch vor. Und zwar habe ich mir heute Morgen, als wir alle am Frühstückstisch saßen, kam so, ich weiß gar nicht, wer da irgendwas gemacht hat. Auf jeden Fall kam da die Aussage, oh, das darfst du aber nicht machen, weil das bringt Unglück. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, das wäre doch ein ganz tolles Video. Und dann haben wir uns nämlich überlegt, wir alle zusammen, die wir am Frühstückstisch saßen, was ist denn in der türkischen Kultur, in der türkischen, im türkischen Leben, in der Türkei oder auch hier in Deutschland, egal wo Türken sich aufhalten, was gibt es dort an Aberglauben? Was ist Aberglaube? Aberglaube ist eigentlich kein richtiger Bestandteil irgendeiner Religion, sondern es entwächst sozusagen aus den verschiedenen Ängsten, Vorstellungen, Mythen der verschiedensten Generationen dieser Welt und den unterschiedlichsten Ländern dieser Welt. Überall findet sich Aberglaube, ganz egal, auf welchem Zipfel dieser Erde wir uns auch befinden mögen. Immer wird gesagt, oh, vorsichtig, mach das nicht. Und wenn du das und das, was passiert das und das? Und ich fand das immer ganz lustig und habe mir gerade mal ein paar Gedanken drüber gemacht am Frühstückstisch heute Morgen noch. Was weiß ich denn? Also mein Mann, der ist auch richtig abergläubisch und ich auch. Und er hat das so ein bisschen, diese türkische Aberglaubenkultur auf mich abfärben lassen. Ich muss euch sagen, Türken sind wirklich richtig, richtig abergläubisch. Also zumindest die Familie. Wenn ich von Türken spreche, spreche ich immer von den Türken natürlich, die ich so in meinem Umfeld kennengelernt habe. Die Familie meines Mannes, die natürlich riesig ist. Und immer wieder hörst du die gleichen Sätze. Mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Und ich habe mir jetzt mal so ein paar aufgeschrieben. Allerdings, meine Schrift ist so... Also wirklich so mies, dass ich sie kaum selber entziffern kann. Das war schon immer in der Schule ein Problem. Und deswegen, erstmal brauche ich meine Brille dazu. Und zweitens muss ich dann auch mal so ein bisschen wahrscheinlich das ein oder andere Wort ein bisschen versuchen, näher zu entziffern. Aber ich hoffe, wir schaffen das jetzt. Ich habe nämlich wirklich gar keine Zeit, mir jetzt alles ordentlich aufzuschreiben. Egal, ihr kennt mich ja. Ich bin immer so ein bisschen unvorbereitet und das machen wir jetzt einfach. Und starten mal. Und die Brille ist aber auch jetzt, naja, geht glaube ich gerade. Es spiegelt sich in meinem Licht, aber es ist schon so dunkel jetzt, da muss ich das eben einmal so ein bisschen improvisiert machen. So, also ich werde mal gucken, wo ich als erstes angefangen habe. Also, wenn du eine schwarze Katze nachts vorbeilaufen siehst, dann bedeutet das, dass nachts Einbrecher in dein Haus kommen. Also ich muss sagen, dies mit der schwarzen Katze kennen wir Deutschen ja auch und ich habe noch nie so richtig dran geglaubt, aber mir ist schon ein bisschen komisch, wenn ich eine schwarze Katze auf der Straße sehe, weil ihr müsst es einfach im Vorhinein, ich bin auch, also wenn man mir was sagt, dann mache ich das nicht einfach nur, weil das so sein könnte. Man weiß es doch nicht 100% und dann mache ich das nicht. Muss ja nicht sein. Also wenn ich eine schwarze Katze sehe, dann bin ich auch ein bisschen, ja, dann habe ich so ein ungutes Gefühl. Genauso ist es, wenn ein Spiegel kaputt geht. Ja, in Deutschland, das sagt übrigens auch in der Türkei, gibt es das auch. Wenn ein Spiegel kaputt geht, hast du 7 Jahre Unglück. Also 7 Jahre hast du Pech. Und als Kind, wo ich habe so viel Spiegel zerbrochen. Und jedes Mal habe ich mir eingebildet, ich habe jetzt wirklich 7 Jahre nur Unglück. Und wenn irgendwas Doofes passiert, denn das kam hundertprozentig davon, dass der Spiegel kaputt ist. Und das habe ich immer noch. Ne? Dieses ist immer noch Lansag. Ist immer noch so in mir drin, dieser Glaube, wenn ein Spiegel kaputt geht. Also ich passe höllisch auf, dass mir keine Spiegel kaputt gehen. Aber das gibt es im Türkischen auch. Also auch die glauben, wenn ein Spiegel zerbricht, hast du 7 Jahre Pech. So, aber wir waren jetzt bei der Katze. Wenn du also nachts, ich mache das ein bisschen runter, dann spiegelt das sich so. Wenn du nachts eine schwarze Katze siehst, dann kommen Einbrecher in dein Haus. Und in Deutschland sagt man ja, das bringt Unglück. Kleidung, obwohl das natürlich auch Unglück ist, keine Frage. Kleidung auf dem Körper, wenn du, also Kleidung auf, ich habe ein bisschen, ne, ganz schnell geschrieben, so in Stichworten. Also wenn du Kleidung nähst an deinem Körper, meinetwegen Knopf, macht mein Mann ganz oft, ne? Der näht sich ja auch selbst die Knöpfe an, ist ja auch so ein Phänomen. Mein Mann sagt, er kann nicht gut, ich hoffe es passt, wenn ich so meine eigenen Geschichten immer damit reinbringe, weil sonst ist ja auch stumpfsinnig, ne? Mein Mann näht sich seine Sachen oft selber, weil er der Meinung ist, dass ich nicht so gut nähen kann wie er. Ne? Also als er mich noch nicht hatte, da hat er natürlich auch, hier war er schon in Deutschland, immer seine Klamotten selber nähen müssen. Und er sagt, er kann das am besten und vertraut mir da nicht so recht. Er erst sagt er, komm, mach mal, nähe mir mal bitte meine, keine Ahnung, Jacke oder Hose oder was auch immer.
dauert keine 5 Minuten, dann kommt er angedackelt und nimmt mir den Faden aus der Hand und dann fängt er selber an. Der kann auch richtig gut nähen, also gar keine Frage. Und mein Mann, da wollte ich drauf hinaus, der näht sich seine, der trägt ja immer Hemden und dann ab und zu gehen ja die Hemdenknöpfe ab, hier, ne, ganz oft da oder hier oben oder so. Und dann näht er sich das am Körper selber, weil er morgens, der duscht ja auch wie ich jeden Morgen und dann, wenn er sich dann schön angezogen hat, hat er das Hemd ja an, dann kommt er runter, gerade, also Frau, ne, da ist jetzt der Knopf ab, kannst du mal. Und dann suche ich den Faden und die Nadel und dann komme ich damit an und dann nimmt er mir das schon aus der Hand und dann näht er sich das selber an. Ganz süß. Auf jeden Fall soll das Unglück bringen, das werde ich meinem Mann mal sagen, denn das hätte er bestimmt nicht gemacht, wenn er das gewusst hätte. Also nähst du die Kleidung an deinem Körper, nähst du dein Gehirn zu, steht hier. Also so hat mir mein Schwiegersohn das gesagt heute Morgen, alles klar. So, was sind denn die nächsten Schriften, die ich hier komme? Wenn du deinen Teller nicht auf... Ah, okay. Also, wenn du deinen Teller leer gegessen hast, ja? Und die Türken, das habt ihr, aber die Deutschen machen das auch, nimmst du dir so ein Stück Brot, aber da die Türken ganz vermehrt immer beim Essen Brot essen, nehmen die sich so ein Stück Brot und machen den Teller sauber mit dem Stück Brot. Also du brauchst ihn gar nicht mehr abwaschen, so sauber ist der denn oft. Habe ich auch oft gesehen in der Türkei, hat mich immer gefragt, warum machen die denn das? Aber meistens essen wir sowieso in der Türkei an so einem riesen Topf und dann sitzt du da, das muss ich euch unbedingt mal zeigen, wie die Türken ihr Essen essen. Aber ich habe so ein großes Tablett nicht. Aber egal, das wollte ich schon öfters mal, habe ich vergessen. Und dann, aber wenn die dann einen Teller haben, dann wischen die den mit dem Brot richtig gut aus. Habe mich immer gefragt, warum die das machen. Habe nie gefragt, jetzt hat mein Schwiegersohn mir das mal erklärt und hat gesagt, ja, wenn du das nämlich nicht machst, dann wird deine Frau später hässlich sein. Ja, den kriegst du eine hässliche Frau. Und dann habe ich ihm eben gesagt, als er sein Frühstück gegessen hat und der Teller da noch mit Ei beschmiert, ja, und warum machst du das nicht, habe ich gesagt. Der hat ja gesagt, ja, ich habe ja schon eine hübsche Frau, also die kann ja nicht mehr hässlicher werden, nämlich meine Tochter. Tja, kannst du mal sehen. Also das gilt wohl nur für die jungen Männer. Oh, richtig witzig. Wir haben uns totgeladen. Na gut. Was steht noch? Brot aufessen weit hinter dir. Sonst weit hinter dir? Naja, also Geist hinter dir. Ich kann meine Schrift nicht lesen, ich sag's euch. Also, dass man sein Brot nicht liegen lassen soll, das habe ich auch schon in der Türkei immer wieder gehört. Also wir haben das unseren Kindern auch immer beigebracht. Ich habe das immer wieder gesagt, Kinder, esst euer Brot auf, sonst weint das Brot. Mein Mann hat mir das so immer gesagt. Also das heißt so viel wie, esst euer Brot auf, eure Kinder, sonst weint das Brot, wenn ihr es nicht aufgegessen habt. Aber ganz streng genommen soll das heißen, hat mein Schwiegersohn mir heute Morgen erklärt, dass sonst der Geist kommt und da Unglück in die Familie bringt. Also immer schön das Brot aufessen. Aber ich habe es meinen Kindern, die wissen alle, wenn die Videos jetzt gucken, werden sich daran erinnern. Ja, Mama, wir essen unser Brot immer auf. Sonst weint das Brot. Soll ja nicht weinen, das Brot, ne? So, das mit der Periode. Das hat mir meine Schwiegertochter gesagt. Also, wenn Frauen ihre Periode haben, dann sollen sie nicht auf Zwiebelschalen treten. Und warum nicht? Habe ich mir auch aufgeschrieben. Sonst würde nämlich der Teufel kommen. Oder Teufel will keiner haben, ne? Und das Gleiche ist auch die Nägel. Also die Nägel sollst du dir nicht nach 18 Uhr schneiden. Das hat mein Mann mir immer gesagt. Er hat immer gesagt, Mädchen oder Frau, schneide deine Nägel nicht, wenn es dunkel ist. Und hier ist aber jetzt so wohl, dass man es nach 18 Uhr nicht machen soll. Aber mein Mann hat gesagt, wenn es dunkel draußen ist, darfst du dir die Nägel nicht mehr schneiden. Weder die Fuß- noch die Fingernägel. Habe ich nämlich früher öfters gemacht. Und seitdem mache ich das nicht mehr. Also ehrlich, sag's auch meinen Kindern, ne? Bitte schneidet euch die Nägel nur tagsüber, nicht wenn es dunkel ist. Weil da soll dann auch der Teufel kommen. Und das soll auch Unglück bringen. Gut. Ansonsten, was haben wir noch? Nicht auf Brot treten. Das ist übrigens, habe ich euch schon mal erzählt, das hat auch meine Schwiegertochter immer, meine Schwiegermama, meine Geliebte, die schon lange nicht mehr am Leben ist, die hat mir das immer beigebracht. Die alte Frau saß mit ihren 80 Jahren oder finde ich, so alt wurde sie gar nicht. Also jedenfalls war sie gefühlt wirklich uralt, entschuldigt bitte, aber so sah sie aus. Und sie saß immer auf der Erde und sie war schon sehr krank und hat dann immer die Brotkrumen aufgesammelt. Wirklich ganz mühsam saß sie da und hat jeden Brotkrumm einzeln aufgesammelt, in ihrer Hand gesammelt und stand dann auf. Sie hatte ja auch Schwierigkeiten schon. Sie war schon sehr, sehr krank und
hat die Brotkrumen dann weggeschmissen oder den Vögeln nach draußen gegeben. Und sie hat immer wieder gesagt, nicht auf Brot treten, bitte nicht. Also kein einziger, und ich habe das angenommen, ne? Ich habe da ja viele Jahre mit ihr zusammengelebt und ich habe das habe ich verinnerlicht. Wenn irgendwo Brot liegt, ich muss es aufheben. Auch wenn auf der Straße Brot liegt, weil irgendein Kind das hingeschmissen hat. Ich nehme es mit dem Fuß natürlich fast nicht an, weil ja, in der heutigen Zeit weiß man ja nicht. Und dann schiebe ich das so zur Seite, dass man nicht immer drauf tritt, weil das soll tatsächlich sehr, sehr großes Unglück bringen und soll wirklich nicht gut sein. Das habe ich schon so verinnerlicht, das mache ich immer so. Ah, sonst, und hier streng genommen soll das bedeuten, der Segen geht aus dem Haus. Also das Haus würde dann nicht mit Segen, also mit viel Pech behaftet. Also der Segen, der Gute, der sollte dann nicht mehr im Haus sein, wenn man aufs Brot tritt. Und weiter, das kannte ich nicht, das hat mein Schwiegersohn mir gesagt, man soll kaputte Kleidung nicht tragen, die soll man wegschmeißen, weil sonst würde Armut weiter ins Haus hereinkommen. Jetzt kommt noch eine Weisheit, die habe ich jetzt ganz oft schon gesehen, das habe ich tatsächlich als Kind auch immer gemacht. Ich glaube, das gibt es auch im Deutschen, diesen Glauben, oder im Europäischen, dass man ein Haus nur mit dem rechten Fuß betreten soll. Und überhaupt ist die rechte Seite in der Türkei sehr gut angesehen. Also es gibt viele Weisheiten, viele abergläubische Dinge, die berichtet werden, dass man alles mit der rechten Hand machen soll. Man soll also ein Haus mit rechts betreten, weil wenn du den mit links betrittst, kommt der Teufel mit ins Haus und würde das Engelchen auf der rechten Seite verdrängen. Also alles nur mit rechts. Das werden wir gleich wahrscheinlich öfters noch erleben hier in meinen Notizen. So, Eulen bringen Unglück. Wieder ein Aberglaube und ich weiß wirklich nicht, ob das stimmt oder nicht, aber ich habe letztens meinem Sohn auch gesagt, also bitte keine Eulen. Also es gibt ja so Deko, ne? Der hat nämlich auch Eulen unten im Zimmer stehen, im Wohnzimmer gesagt, ey Sohn, das soll Unglück bringen, bitte schmeiß die Dinger weg, ne? Nimm die aus dem Haus raus. Weil seit ich meinen Mann kenne, sagt er, wenn Eulen kommen, das bringt Tod. Also das bringt richtig Unglück und das soll man halt nicht. Also man soll die Eulen verscheuchen, wenn sie kommen, wenn man sie hört. Die Eulen sollen am Haus nicht bleiben und auch schon gar nicht als Deko oder so. Jo, was haben wir noch? Nachts soll man nicht pfeifend durch die Gegend laufen. Habe ich noch nie gehört, das ist mir neu. Nachts soll man nicht, also so soll man nicht nachts durch die Gegend laufen, weil dann würde man den Teufel rufen durch das Gepfeife in der Nacht. Ist da Bescheid. Abwasch nicht stehen lassen. Auch etwas, was mein Mann mir eingedonnert hat von morgens bis abends, ne? Lass den Abwasch nicht abends stehen. Das macht er nicht. Also du kannst meinem Mann jetzt bitte keine Kommentare schreiben, soll doch selber abwaschen. Mein Mann wäscht ab. Der hat überhaupt gar kein Problem damit. Wenn er das sieht, der kommt abends nach Hause, geht in die Küche und dann habe ich da ja oft meine zwei Teller stehen oder meinen Becher. Wisst ihr ja, auf dem Dorf habt ihr das sicher öfter schon gesehen. Der geht und wäscht sich die Hände. Kann man natürlich auch im Badezimmer machen. Hat er schon oft Ärger gekriegt von mir. Aber er geht dann in die Küche und wäscht meine drei Gläser mit, wäscht die Löffel weg und wäscht den Teller weg, weil er eben das nicht mag. Er mag keinen Abwasch in der Spüle liegen. Und schon gar nicht nachts. Wenn man nachts den Abwasch in der Spüle lässt, dann kommen die Teufel und essen sich satt. Man soll auch, das ist genau, kommt, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, fällt mir jetzt erst ein, man soll auch, wenn man gegessen hat, die Teller nicht auf dem Tisch stehen lassen und soll sich dann entfernen und das erst später machen. Das kann ja alles da stehen bleiben. Das machen ja auch viele. Sondern das würde richtig den Teufel anlocken. Also der Teufel würde sich dann satt essen an den Tellern. Das mache ich nie. Also mache ich nie. Oh Leute, ich bin so abergläubisch, wie ich gerade feststelle. Ich mache so viele Dinge nicht, die man mir in der Türkei beigebracht hat. Und auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Weil ich bin ja aber auch schon in die Türkei gegangen. Da war ich 21 oder 22, ich weiß gar nicht genau, also oder 24, irgendwie so. Ich habe meine Tochter mit 18 bekommen und sie war 6, als wir in die Türkei gingen. Also nach Adam Riese, wenn ich gut rechnen kann, bin ich dann 24 gewesen, ne? Stimmt, genau. Also bin ich mit 24 in die Türkei, also eigentlich noch ein Kind, ja. Ich habe ja den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen, da war ich noch nicht mal 18 oder zu meiner Mutter, zu meinem Vater hatte ich ja eh keinen Kontakt mehr. Und jetzt habe ich irgendwas im Auge. Jetzt ist das aber richtig doof. Naja, auf jeden Fall wollte ich sagen, ich habe jetzt erstmal was im Auge. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Jetzt hat mich das Auge rausgebracht und der Kontakt zu meinen Eltern hat mich jetzt rausgebracht. Was war denn das Letzte?
Den Abwasch nicht stehen lassen. Genau. Also den Abwasch darfst du nicht stehen lassen. Mein Mann hat mir das sofort gezeigt. Bitte gerade Frau Wasch. Er sagt nicht gerade, er sagt Schatz. Also wir nennen uns gegenseitig Schatz. Er ist mein Schatz, ich bin sein Schatz. Namen sagen wir nicht. Und gerade sagt er nur, wenn wir uns ärgern. Und dann sage ich manchmal Harry, also ne, Mann. So sagen wir nur, wenn wir uns ärgern. Also mach den Abwasch weg. Und ganz oft macht er das dann auch selber, wenn er spät nach Hause kommt oder so. Und da steht er dann noch, dann wäscht er das selber ab. Also alles kein Problem. Nur das soll richtig Unglück bringen, weil der Teufel soll sich satt essen. Gerade wenn der Tisch noch steht, so schön gedeckt. Ne? So. Das hat mir mein Schwiegersohn auch erzählt, kannte ich nicht. Also wenn du ohne Bettdecke schläfst, dann pinkelt der Teufel auf dich in der Nacht. Ne, das will ja auch keiner, ne? Das hat mir meine Schwiegertochter erzählt. Du sollst nur auf der rechten Seite schlafen, sonst schläft der Teufel mit dir. Habe ich noch nie gehört. Und da hat ihre Eltern haben ihr das damals richtig, seit sie Kind ist, darf sie nur auf der rechten Seite schlafen, ne, weil sonst der Teufel damit schläft. Also, ob das gesund ist, weiß ja auch nicht. Na gut. Ja, das mit der schwarzen Katze habe ich nochmal aufgeschrieben, dass wenn man sie sieht, das bringt Unglück oder der Einbrecher kommt. Ah ja, eine Tradition, die bei uns immer gemacht wird. Also wenn ich mal irgendwie wieder irgendjemand habe, der geht, dann werde ich euch das zeigen. Also wenn jemand auf Reisen geht, ja, das kennt jetzt wahrscheinlich die meisten, werden sagen, habe ich schon gesehen oder habe ich schon mal gehört. Wenn man in der Türkei auf Reisen geht, irgendein Familienmitglied oder jemand anders oder Bekannter, Verwandter, wer auch immer, dann habt ihr bestimmt schon die großen Eimer oder so eine Schüssel gesehen, die hinter dem fahrenden Auto hinterhergeworfen. Also die Schüssel mit Wasser wird ausgeschüttet hinter dem wegfahrenden Auto, quasi mit den Verwandten, Bekannten hinterher. Das soll den Sinn und Zweck haben, dass die Reise sugibigitzen, sugibigelzen. Also der Weg soll so glatt verlaufen, wie das Wasser läuft, und soll durch den, so glatt wie das Wasser läuft, auch wieder zu uns zurückführen. Also das soll Glück bringen, das soll den Weg frei machen, das soll eine gute und problemlose Reise gewünscht werden. Das ganz traditionell wird bei uns in der Familie, bei meines Mannes, immer gemacht, immer, immer, egal wer geht oder bei uns auch. Also wenn jemand geht, wird Wasser hinterher geschüttet. Immer. Also ne, für länger jetzt nicht uns mal besuchen und dann gehen die wieder, so nicht. Sondern wenn man auf eine Reise geht und länger wegbleibt, dann wird das gemacht. Haben sie bei uns hier auch gemacht, als wir nach Alanya gefahren sind mit dem Auto letztes Jahr. Oder dieses, nee, letztes Jahr. Wir haben jetzt schon 2022. So, weiter. Mein Mann. Ihr kennt ja türkischen Tee, ne? Also ich koche ja türkischen Tee immer für meinen Mann oder für alle, für Gäste. Früher haben wir, was habe ich Tee gekocht? Mindestens 4-5 Mal am Tag habe ich Tee gekocht, weil so viele Gäste immer zu uns kamen. Aber jetzt inzwischen nur noch morgens und vielleicht am Nachmittag nochmal, wenn der Alte, entschuldigt bitte, ne, wenn der Mann nochmal Tee will, dann koche ich nochmal. Nicht das so alles auf die Goldwaage legen, bitte. Also wir ärgern uns. Das ist immer lustig. Das hört sich auch auf Türkisch viel lustiger an, als wenn es auf Deutsch klingt, das immer so ein bisschen hart, ne? Nein, das ist nicht alt, das ist mein süßer Schatz und das ist nicht schlimm, wenn ich das sage. Das weiß er, kennt mich ja. Aber den koche ich Tee und dann, wir machen ja nie den Beuteltee. Also ich schon, da habe ich kein Problem mit, aber mein Mann mag keinen Beuteltee. Also da gibt es dann diese Blatttee, den am besten von Ceylon, den blau, ne? So eine blaue große Packung, Ceylon steht da drauf. Und das sind so zusammengerollte Teeblätter, so ganz so ungefähr. Und die sind natürlich verschieden groß. Also es gibt solche, es gibt auch mal solche, es gibt auch mal ein bisschen feiner gemahlen schon. Das ist dann alles so ein bisschen gequetscht dann auch in der Packung. Und dann hast du am Ende mal so feine, wenn der Tee alle ist, dann hast du nachher nur noch Staub. Aber normalerweise sind das so Teeblätter. Und manchmal rutscht dann so ein Teeblatt mit in den Tee, den ich meinem Mann eingieße. Und dann, wenn das so ein Riesending ist, so lang und dünn, dann sagt er immer, wir kriegen Besuch, einen ganz großen, langen Menschen, der wird uns heute besuchen. Stimmt meistens nicht, muss ich sagen. Also ich habe da früher richtig dran geglaubt, habe gedacht, oh, jetzt kriegen wir Besuch, dann habe ich auch schon so innerlich Vorbereitungen gemacht, jetzt ist es nie eingetreten. Naja. Was haben wir denn doch noch? Großes Teeblatt haben wir. Oh, jetzt kann ich das nicht lesen. Weil Glück ans Ohrläppchen fassen oder auf Holz klopfen, der Teufel. Genau. Also, wenn man jetzt Glück hatte, wenn einem irgendetwas geschehen ist, was einen sehr gefreut hat, dann habt ihr das im Deutschen bestimmt auch schon gesehen, dass man auf Holz klopft. Also das soll sozusagen
Das soll also heißen, dass das Glück nicht vergeht, sondern dass es beständig bleibt. Und die Türken machen es, die fassen sich dann immer so ans Ohrläppchen und klopfen auf Holz, ja. Und das soll quasi heißen, der Teufel soll es nicht hören. Deswegen fassen sich so ans Ohrläppchen. Also ich habe etwas von dem Glück erzählt. Das Glück soll bestehen, soll nicht weggehen. Und wenn der Teufel das hört, würde das Glück wieder wegnehmen. Dann sagt man auch oft, Mashallah. Habt ihr bestimmt bei mir auch schon mal, das ist mir bestimmt schon rausgerutscht. Und wenn irgendwas Schönes passiert oder Gutes passiert, dann sage ich immer Mashallah. Also selbst wenn ich es nicht sage vor der Kamera, ich sage es innerlich. Weil das sind natürlich auch alles teilweise religiöse Dinge, die dann wieder auf Widerspruch stößen. Deswegen sage ich das innerlich und Mashallah. Aber wenn irgendwas Gutes passiert, Mashallah, das Glück soll quasi bleiben, soll vom Teufel nicht weggerissen werden und soll vor allen Dingen auch ein Dank sagen an den lieben Gott, dass, dass so etwas Schönes und Gutes passiert ist. Ganz oft schon wahrscheinlich von euch in der Türkei auch gehört worden. So, was haben wir noch? Schwarze Katze habe ich, kaputte Kleidung habe ich. Jetzt haben wir noch eine Seite hier. So, jetzt kommt das wieder mit der rechten Seite. Klingelt dein rechtes Ohr, also ne, manchmal hat man ja so ein Dröhnen, so ein Kling, macht das so. Wenn das im rechten Ohr passiert, dann bringt das Glück und dann redet jemand auch Gutes über dich. Also dann hat jemand gut über dich geredet und ist sowieso etwas Gutes. Ja, da passieren gute Dinge dann. Aber es hat auch etwas, es hat jemand über dich geredet, etwas Gutes. Wenn das auf dem linken Ohr passiert, dann redet jemand schlecht über dich und dann passiert auch nichts Gutes. Also ja, also die rechte Seite ist in der Türkei sehr, sehr angesehen. Das merkst du auch schon bei Linkshändern. Ich wollte das Thema eigentlich nicht ansprechen, weil das natürlich sehr, sehr behaftet ist. Also ich möchte dazu sagen, meine Tochter ist auch Linkshänderin, die Zahnärztin. Die Arbeit kann aber auch mit der rechten Hand, aber sie ist die ist Linkshänderin. Und das bringt in der Türkei, also da sagt man, das bringt Unglück. Also die Kinder wurden auch damals sehr, das ist in Deutschland auch. Also ich weiß auch, dass das früher in Deutschland so war, aber die linke Hand galt immer und gilt auch jetzt noch als schlechte Hand. Also ihr wisst auch zum Beispiel, das hat mein Mann mir auch gesagt, das ist jetzt ein bisschen zu ins Detail gegangen. So weit wollte ich gar nicht gehen, aber also wir, also nee. Also ihr habt ja bestimmt schon in der Türkei diese, wenn man auf Toilette geht, habt ihr doch bestimmt schon diese Wasserkännchen gesehen. Also damit waschen sich ja die Türken und die Muslime eigentlich allgemein den Popo nach dem Geschäft. Also ne, das wird nicht mit Papier abgewischt oder mit feuchtem Toilettenpapier. In der Regel macht man das mit Wasser. Also es wird alles schön gewaschen. Meistens steht auch noch Seife dabei, dass man alles richtig schön reinwäscht. Und das soll man eben mit der linken Hand machen. Also du sollst dir den Popo nicht mit der rechten, sondern mit der linken waschen, weil das natürlich die schlechte Hand ist. Und die gute ist die rechte und mit der sollst du essen. Und deswegen ist natürlich das bei den Linkshändern ein bisschen schwierig, weil die natürlich alles mit links machen. Die essen, trinken und benutzen für alles Mögliche die linke Hand. Deswegen wird Kleinkindern oft gesagt, die rechte bitte. Und das ist in Deutschland auch so. Ich finde das Blödsinn. Wie gesagt, meine Tochter ist Linkshänderin und wir haben das natürlich versucht zu sagen, dass es nicht so gut ankommt in der Türkei, wenn man die mit links benutzt. Das war ja auch da. Meine Tochter ist jetzt 30 oder ja, die ist 30 geworden. Und damals war das ja auch noch, ne, vor 28 Jahren, da war das alles noch nicht so offen wie heutzutage. Und inzwischen sagt man ja auch, dass die, das weiß man aber auch in der Türkei, dass die, ich weiß nicht, ist das wissenschaftlich belegt, dass die mit Linkshänder, die Linkshänder sind auch noch ein bisschen intelligenter sind? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich das auch schon gehört, ob das ein Aberglaube ist oder wissenschaftlich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das weil, sagt man auch in der Türkei so, dass die besonders intelligent sein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall durfte unsere Tochter immer mit links essen, hat auch niemand was gesagt. Aber so am Anfang, so bei den ersten Kindern, haben wir schon auf, ist das ein Linkshänder oder ein Rechtshänder? Und dann haben wir schon ein komisches Gefühl gehabt, als dann unser viertes Kind eine Linkshänderin war. Aber da hat es ja auch nie ärgert. Aber wir haben schon gesagt, Mensch, mach doch so mit der Rechten. Und ja, weil das eben damals und in der Familie, wo ich mich aufhalte, nicht gut angesehen wurde. Damals, inzwischen alles ad acta, alles weiß man, das ist Blödsinn und das macht auch nichts. Aber man soll halt trotzdem sich den Popo mit der linken Hand waschen. Also das habe ich auch meinen Kindern beigebracht. So, was soll ich machen? Ist halt so. Naja, gut.
sind wir jetzt hingeraten hier mit deinen Ausführungen. Rechte Seite, links bringt Unglück, also linke der Teufel. Okay, nicht über ein Kind. Ah ja, genau. Das ist übrigens auch. Also man, wir dürfen, oder also, ne? Also ich, also hat mein Mann auch immer, also ich habe mein Kind auf die Erde gelegt und dann bin ich ab und zu, wenn ich mal da irgendwas holen wollte, über das Kind drüber gestiegen. Man sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bloß nicht über das Kind rübersteigen. Aber was denn jetzt los, habe ich gesagt. Wieso darf ich ihn dann rüber? Ich tritt doch nicht auf das Kind. Nein, hat er gesagt, das bringt Unglück. Da verscheuchst du die Engelchen, die über dem Kind, die über das Kind wachen. Und dann kommt der Teufel. Also bitte nicht übers Kind. Mache ich nie wieder. Nie wieder habe ich das gemacht. Als ich das einmal gehört habe, ich nie wieder über mein Kind gestiegen. Ja, so ist das. Und weiter. Am Abend oder in der Dunkelheit sollte man... sonst kommt, das habe ich gesagt mit dem, nicht nachts, sonst kommt der Teufel. Ah ja, das mit dem Wasserglas. Hab mir in der Türkei, das habe ich so von meinem Mann so direkt auch, und ich habe mich nur immer gewundert, wie die das Wasser so, in, so wegkippen und warum da. Und manchmal kippen sie dann das Glas, schütten sie dann auch noch aus, damit der letzte Tropfen auch noch auf die Erde geht und nicht im Wasch. Ich mich mal, in der Türkei ist das richtig extrem gewesen, in der Familie meines Mannes. Die schenken, die trinken ja aus dem Wasserhahn. Also die Familie meines Mannes trinkt Wasser aus dem Wasserhahn. Ich weiß, das soll man nicht. Und ich habe es aber dann auch gemacht, als ich da gelebt habe. Bin dann mein Körper langsam dran gewöhnt und dann konnte ich das auch machen. Dann trinken die das Wasser. Ich weiß, bitte nicht machen. Kauft euch fertiges Wasser. Das ist nicht mit Chlor und allem. Es ist sauber vielleicht, hoffe ich. Aber damals, vor so vielen Jahren, 30, Mann, wie lange ist das her? 30 Jahre ist es her, dass ich da gelebt habe. Da hatte man auch diese Wasserdinger nicht. Also jetzt gehen wir wieder ein bisschen vom Thema ab. Da hat sich niemand Wasser gekauft, sondern da hat jeder aus dem Wasserhahn getrunken. Und ich habe dann mir das Wasser immer abgekocht am Anfang, als ich zum ersten Mal in die Türkei ging mit meinen kleinen Kindern. Habe das immer abgekocht und meinen Kindern gegeben, weil es gab gar kein fertiges Wasser zu kaufen. Und das fertige Wasser, was du da gekauft hast, das war jahrelang alt und stand in den Supermärkten unter der Hitze und keine Ahnung. Also das war noch viel schlimmer, als wenn du das Wasser aus dem Wasserhahn trinkst, was alle getrunken haben. Ich habe es immer abgekocht am Anfang, aber das ist auch natürlich mühsam. Bei so vielen Leuten, die wir waren und bei so viel Besuch, die wir ja auch hatten. Und da habe ich trotzdem auch abgekocht. Ja, ich habe für alle abgekochtes Wasser. Und dann haben die gesagt, was, es schmeckt doch nicht. Gib mir aus dem Wasser. Nein, habe ich gesagt, das geht doch nicht. Doch. Naja, und dann habe ich langsam mich daran gewöhnt, an das Trinken aus dem Wasser. Nachher haben wir alle aus dem Wasser getrunken. Ich, die Kinder, alle. Und letztendlich, gut, wir hatten oft Magen-Darm, das ist schon richtig. Ich auch und auch die Kinder manchmal. Aber jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, auf keinen Fall geht das wieder. Es ging alles ganz gut, so einigermaßen, würde ich sagen. Wir hatten nicht mehr Magen-Darm als vielleicht auch die anderen Türken und die Leute, die da gelebt haben. Na gut, das nur dazu. Ich wollte nur sagen, als ich in die Türkei gekommen bin, haben sich immer... das Wasser in, ne, Wasserhahn auf und dann tranken die das mit einem Ding aus. Und habe ich mich immer gewundert, wie die das so aus, ne, aus, natürlich keine Kohlensäure, das geht ja auch, aber die haben es dann auch so ausgeschüttet, so den letzten Tropfen, dass der nicht im Glas bleibt und dann, das Glas war ratzefatze leer und dann haben sie es ins Waschbecken gestellt zum Waschen. Dann habe ich immer gefragt, was das bedeutet. Warum können die nicht das trinken? Nein, sagen sie, das bringt Unglück. Das darf man nicht. Man muss das Wasser ganz austrinken und auch den letzten Tropfen noch, damit da nichts im Glas mehr drin steht. Aber ich habe mir jetzt auch nicht aufgeschrieben, was genau das bedeutet. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber es hat man so gemacht. Sie haben nur gesagt, es bringt Unglück. Nee, sonst verdurstest du. Habe ich mir doch aufgeschrieben. Sonst verdurstest du. Sicher, siehst du, habe ich meinen Schwiegersohn wohl doch noch gefragt heute Morgen. Genau, sonst verdurstest du. Okay, nee, das will ja auch keiner. Also, ah ja, Strümpfe nicht verkehrt rum anziehen. Hat mein Mann ja auch von vorne bis hinten beigebracht. Manchmal habe ich, also ihr habt das vielleicht auch schon gesehen, also früher war das ja noch schlimmer, als ich noch nicht mit der Kamera und so, ne? War mir dann auch wurscht, ich habe ja so viel zu tun und so viele Kinder und dann habe ich immer morgens im Dunkeln, ziehe ich mir meine Sachen ja auch an. Ihr wisst, ich mache nie Licht an und dann ziehe ich mir die Sachen im Dunkeln an, damit niemand aufwacht und ganz leise. Und dann habe ich oft Pullover verkehrt rum an oder eine Socke verkehrt rum, ne? Und mit der Naht sieht man dann. Und dann sagt und sagen, was immer, Mama, du hast deinen Pullover schon wieder falsch rum an oder hast deine Jacke falsch rum an. Ja, kannst du dir das doch richtig an? Hat meine Kinder richtig genervt, aber ab und zu. Aber mein Mann fand das alles gar nicht schlimm. Hat nur gesagt, du sollst bitte deine Socken nicht verkehrt rum anziehen, weil das bringt Unglück. Ja, also achte ich darauf, dass meine Socken nicht verkehrt rum sind. Ich versuche es jedenfalls, soweit ich sehe. So, ah ja, jetzt kommt das Letzte und da können wir natürlich gleich wieder eine Story zu machen. Eigentlich, darüber will ich noch ein extra Video machen, deswegen gehe ich nur ganz kurz drauf ein. Also, wenn ein Kind geboren wird, das haben wir nicht gemacht, ja? Also, wenn ein Kind geboren wird, soll der Nabelrest dort vergraben werden. Den musst du also mitnehmen und der soll da vergraben werden.
an dem Ort, welchen Beruf du dir später für dein Kind wünschst. Also wenn du möchtest, dass der ein Arzt wird, musst du das vor der Arztpraxis eingraben oder vom Krankenhaus eingraben oder so. So, und das Gleiche gilt auch bei der Beschneidung. Also wenn dein Kind beschnitten wird, also ne, wenn das abgeschnitten wird, dann ist ja der Haut, ne, also ich will jetzt den Hautrest, und den sollst du auch da vergraben und wo du dir wünschst, dass dein Kind später den Beruf ausübt. Meine Kinder sind ja auch alle beschnitten. Darüber werde ich euch dann irgendwann noch mal eine Story erzählen, aber nur ein ganz kurzer Spoiler, ja, weil da will ich unbedingt ein Video zu überdrehen. Wir haben das vor das Gymnasium haben wir eingegraben. Also unsere Kinder sind ja damals aufs Leichenfeld-Gymnasium gegangen in Hamburg-Munzburg. Die da leben in Hamburg wissen das. Und dort ging dann meine Tochter zurzeit zur Schule und mein großer Sohn, mein Ältester. Also die Zahnärztin ist da zur Schule gegangen. Das weiß ich natürlich noch nicht, die war ja jetzt, ne? Nur damit ihr weißt, welches Kind meine ich denn. Und mein großer Sohn, die sind da hingegangen. Und mein Sohn hat sich geweigert. Ich nehme auf gar keinen Fall unsere Pipi-Dinger da mit und grab die irgendwo ein. Das ist ja vollkommen abwegig, das mache ich nicht. Und meine Tochter musste dann, ja. Wir haben gesagt, doch, komm, das machst du für deine kleinen Brüder. Die müssen auch alle aufs Gymnasium. Und dann gräbst du das da ein. Die hat sie das da eingegraben. Nach Schulschluss, sie hat dann die Dinger so in Papier mitbekommen, in die Plastiktüte. Und dann hat sie die frisch, ich weiß nicht, am nächsten Tag hat sie die mit in die Schule genommen und am Nachmittag, als alle weg waren, hat sie die dann unterm Baum, es gibt am Hamburg-Lerchenfeld gibt es so einen großen Baum auf dem Schulhof, so einen Riesenbaum, ich weiß nicht, ob der da noch steht, ich war lange nicht dort, und da hat sie den dann unter dem Baum eingegraben. Und wie viele Kinder haben dann das tatsächlich, sind aufs Gymnasium gegangen? 1, 2, 3 Kinder sind danach noch aufs Gymnasium gegangen. Ja, aber 3 auch nicht, oder 2. Ja, so war das. Naja, das war jetzt die letzte Anekdote, die ich euch hier so erzählt habe. Und zum Thema Beschneidung erzähle ich natürlich noch ein Video. Und bitte keine Kommentare da unten hinschreiben, die in irgendeiner Art und Weise dahingehend abzielen. Das muss jeder selber für sich entscheiden, muss jeder selber wissen, was er macht und wie er es macht. Jeder hat das Recht, sein Leben so zu bestimmen, wie er möchte. Und insofern verbleibe ich mit ganz freundlichen, gute Laune Grüßen und bis bald. Dieses Thema wollte ich eigentlich noch ein Video drehen, weil es gibt noch ganz viele andere Aberglaube, die mir jetzt nicht einfallen. Ich muss unbedingt meinen Mann mal fragen, weil der hat einen ganzen Kopf voll abergläubischen Dingen, die er da in seinem Leben schon erlebt hat. Und das würde ich gerne mal zum Besten geben. Mir fällt jetzt einfach nichts mehr ein. Also das war jetzt unser Frühstückstisch, Aberglaube-Zusammenwurf von uns vier. Meine Tochter, meine Schwiegertochter, mein Schwiegersohn und meine Wenigkeit, der, was ich noch so in Erinnerung jetzt habe, herausgraben können. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dran gehabt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen lachen können. Und bis bald. Tschüss.